Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Blitzherausforderung überspringen könnt. Aber als allererstes findet eine Wand, wo ihr blind feuern könnt. Und zwar seht ihr ja bei mir steht blindes Feuern. Das könnt ihr machen, wenn ihr an manchen Wänden dann davor steht, so wie ich es tue. Dann steht da blind feuern und mit der Schießen-Taste feuert ihr dann. Das ist wichtig, Leute, dass ihr erstmal so eine Wand habt oder so einen Spot habt, wo ihr das machen könnt. Und wenn ihr diesen Spot habt, dann müsst ihr nur noch zu der Mission gehen, aktiviert die Blitzmission, rennt danach zu diesem Spot hin. Und Leute, jetzt ganz wichtig, wenn ihr die Option habt, dass ihr blindes feuern könnt, dann drückt einmal drauf, beziehungsweise schießt einmal, aber haltet eure Schießen-Taste gedrückt, sodass ihr noch weiter so stehen bleibt. Jetzt werdet ihr teleportiert zur Mission, aber wenn die Teleportation vorbei ist, dann habt ihr wahrscheinlich so einen Grafikbug und seid irgendwo anders, wo ihr dann von den ganzen Zombies in Sicherheit seid, solange ihr die Schießen-Taste gedrückt haltet. Wenn ihr die Schießen-Taste dann loslässt, Leute, fliegt ihr wahrscheinlich so wie ich in die Map rein. Also lasst die Schießen-Taste gedrückt, solange die Zeit abläuft und ihr habt das easy dann übersprungen. Wie ihr seht, habe ich das jetzt losgelassen und bin in die Map gefallen. Aber wie gesagt, Leute, solange ihr die Schießen-Taste gedrückt habt, passiert nichts. Und ihr könnt auch so easy die Herausforderung abschließen, bei der ihr ab Runde 3 entweder die Blitz- oder die Übermittelmission abschließt, ohne einen einzigen Zombie zu töten. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast und nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten war's das mit dem Video. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.